Herzlichen Dank, Herr Niemeyer, für die netten einleitenden Worte. Ja, mein Name ist Dirk Dubier, ich komme von SAP und habe mir für heute, für diesen Kongress auch dem Motto gemäß vorgenommen, Ihnen ein paar Ideen, Gedanken mitzuteilen zu dem Thema Zukunft der Wissensarbeit. Und natürlich kann man bei so einem Vortrag immer nur ein paar Schlaglichter erfassen. Wichtig im Zusammenhang ist auch, dass ich vielleicht, als wir darüber gesprochen haben, das muss so Ende letzten Jahres gewesen sein, habe ich meine Kristallkugel konsultiert, auch als dieser Titel dann schon feststand, und muss Ihnen sagen, was habe ich gesehen? Eigentlich gar nichts, ja, weil ich es auch nicht weiß. Und ich bin deswegen dankbar für die vielen guten Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen bei SAP, auch im Knowledge Research Center Dresden oder in der Age of Artists Community mit den Menschen hier bei Bitkom oder bei solchen Konferenzen. Denn letztendlich ist im Austausch überhaupt erst möglich, ein Bild, was etwas weiter gefasst ist, zu erarbeiten. Denn natürlich kann keiner von uns Fachmann, Fachfrau sein für all diese Gebiete. Ich möchte zunächst mal anfangen mit etwas, was mich bei der ganzen Recherche und der Bearbeitung sehr beschäftigt hat und was ich auch bislang nicht lösen konnte. Ich weiß nicht, ob mir jemand von Ihnen dabei helfen konnte. Also zum einen ist es das hier, wir haben auch heute gehört, 90 Jahre sollen wir werden. Ich habe hier das Cover mitgebracht, National Geographic 2013. Interessanterweise ist hier ein anderes Baby drauf als auf dem Cover auf dem Slide. Und da ist ein kleiner roter Stern. This baby will live to be 120. It's not just hype. New science could lead to very long lives. So, die sind noch sehr vorsichtig. Die sagen, may lead to very long lives. Time Magazine auf dem Titel sagt dann schon, 2045 werden wir nicht mehr sterben. Und einer der Vordenker in dem Zusammenhang, Ray Kurzweil, hier auch auf dem Cover von Wired, ähnlich, live forever. Ja, die Schätzungen gehen ja so in die Richtung irgendwo zwischen 30 und 100 Jahren, dass das der Fall sein sollte. Also ewiges Leben als einer dieser Kernpunkte. Das macht Angst und Hoffnung, irgendwie beides gleichzeitig vermutlich. Und dann haben wir auf der anderen Seite dieses Thema mit den intelligenten Maschinen, was wir auch hier stark verhandeln und über Cognitive Computing, andere Themen sprechen. Das hat schon eine gewisse Historie. 1940 hat schon der Mathematiker John Newman schon davon gesprochen, dass das möglich sein wird. Und auch hier wieder die Schätzungen aller Studien liegen irgendwo im Bereich von 10 Jahren bis 100 Jahren, dass das möglich ist. Und solche Fernsehserien wie Real Humans, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben mit den Hubots, also Hubot für humane Roboter, die spielen ja auch mit den Wünschen und Ängsten von uns Menschen, gerade im Zusammenhang, was passiert, wenn das möglich ist. Ein anderer Film, der kürzlich kam, Her, wo es darum geht, dass der Hauptcharakter sich in eine künstliche Intelligenz verliebt oder sie sich ineinander verlieben. Das sind so Andeutungen, wo wie immer auch Hollywood oder die Medienindustrie ja gewisse Tendenzen und Trends vorausnimmt. Und das war ja schon zu allen Zeiten so. Werner Winsch hat auch dann aufbauend von dem Newman auch gesagt, schon 1991 war das, okay, wenn wir es schaffen, Maschinen zu bauen, die intelligenter sind als wir, dann ist die Ära der Menschen erledigt. Ja? Und jetzt bringen Sie mir das vielleicht zusammen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Wir sind unsterblich und gleichzeitig ist die Ära zu Ende. Das macht ja doch etwas Angst. Ja? Einerseits ist es eine Faszination aus, wie alles, was so groß erscheint. Und gleichzeitig macht es uns doch auch Angst. Ja? Ich denke, um vielleicht Schiller zu zitieren an der Stelle, der hat gesagt, wir gelangen nur selten anders als durch Extreme zur Wahrheit. Ja? Also vielleicht, wenn wir das beiseite tun und sagen, das ist ein Extrem, das mag so sein, irgendwann mal, dann ist die interessantere Frage, in die Kristallkugel zu gucken gemeinsam und zu sehen, wie sieht es in den nächsten paar Jahren aus. Für die Präsentation heute habe ich mir überlegt, ich möchte den Kontext herstellen in einigen Bereichen, die stark technologisch sind, weil Technologie doch hier ein Thema ist für uns und gleichzeitig auch eines dieser Haupttreiber aller Veränderungen gegenwärtig. Und der Fokus, den ich gewählt habe, geht auf die Organisation, also Profit, Non-for-Profit-Organisation, wie wir Arbeit organisieren und dann letztendlich auf das Individuum in diesen Organisationen und im Leben. Und da, wie ich gerade schon gesagt habe, es können nur Schlaglichter sein. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen, denn so facettenreich dieses Thema ist, unmöglich ist, in einer halben Stunde umfassend darzustellen. Der Kontext, die Haupttrends, die dritte Welle des Computerzeitalters, wir haben heute schon was darüber gehört und ich möchte nur ganz kurz auch ein paar Beispiele, die vielleicht das ergänzen, was heute Morgen schon vorgetragen wurde, bringen und vielleicht auch mit einer humorvollen Note, gerade China überrascht mit dem ersten selbstfahrenden Auto. Das ganze Thema autonomes Auto ist ja eines, was uns schon auch länger beschäftigt. Ich selbst fahre ein Fahrzeug mit automatischer Distanzkontrolle. Das ist eine wunderbare Erfindung und ich bin davon überzeugt, das wird kommen. Nur, ich weiß nicht, ob Sie es lesen können, aber das Auto haben die Chinesen genannt Wilder Löwe 3 und das macht mir Angst.
Also wenn die Autos Wilder Löwe 3 heißen, dann mache ich mir doch Sorgen. Oder schauen Sie mal genau auf den LKW. Mercedes hat vor einigen Wochen, Monaten den ersten selbstfahrenden LKW auf der A2 bei Hannover sausen lassen. Jetzt gucken Sie mal in das Cockpit und sehen den im Rückspiegel. Also da würden wir doch alle versuchen, Land zu gewinnen. Dieser Mann sieht mir definitiv im Augenblick zu entspannt aus für einen LKW-Fahrer. Nun ja, also all diese Themen beschäftigen uns doch auch in der Zukunft sehr. Oben rechts ist ein Bild, das ist nicht die NASA, sondern es ist das operative Zentrum der Stadt Rio de Janeiro, von dem aus alle Belange der Stadt, sei es Wasser, Strom, Verkehr, Feuerwehr und so weiter, gesteuert werden. Und in der Mitte ein Bild, das uns daran erinnert, von einer Medikamentenpackung aus gesteuert, dass wir unser Medikament einnehmen können. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten und Dingen, die im Kern dazu führen, und auch das haben wir schon gehört, dass diese Konvergenz von physischen und digitalen weiter voranschreitet. Vielleicht eine kurze Frage an Sie, ich weiß nicht, ob Sie sprechen möchten, aber wer erkennt irgendwas auf dem Bild hier? Und sagen Sie jetzt nicht die Kaffeebohnen. Irgendwas von den anderen Sachen, ist Ihnen irgendeines dieser... Ja, bitte. Genau, aus der Werbung, exakt, haben wir jetzt gerade in der Werbung, RWE wirbt mit diesem Thermostat, das man mit dem Handy bedienen kann und dann die Heizung steuern kann von unterwegs. Wer erkennt noch was? Bitte. Das ist nicht der Jawbone, das ist der Fitbit, aber genau Hersteller wie Jawbone und Fitbit stellen diese Bänder her, mit denen man letztendlich seine ganzen Vitalwerte misst, ja, diese Quantified Self-Bewegung, die so langsam Fahrt aufnimmt. Noch irgendwas, was bekannt ist? Okay, links oben, stimmt das? Ja, links oben, das ist von PayPal, das ist der sogenannte Beacon, was in Zukunft kleine Geschäfte oder Geschäfte installieren können und damit schnell vom Handy aus bezahlt werden kann. Das heißt, im Vorbeilaufen Kaffee mitnehmen wird dann möglich sein. Links unten ein Produkt, was demnächst kommt, ein Roboter, Jimbo, der erste Roboter, der so weniger kostet als ein Tablet-PC und der sozusagen als persönlicher Assistent unter Umständen Ihr Heim in Zukunft auch mitbewohnen wird. In der Mitte unten, das sind Sensoren. Solche Firmen wie Streetline, die bieten Sensoren an. Die Stadt Santander hat ihre Stadt mit 20.000 Sensoren ausgestattet und damit verwaltet sie die Parkplätze. Das heißt, die Parkplatzsuche hat ein Ende. Diese Beispiele, ich erspare Ihnen die anderen, sind endlos. Aber wir sehen, dass eben dieses Digitale, und das haben wir schon am Anfang nicht so klar gesehen, da war digitales Shopping und dann da war reales, aber diese Welten verwachsen ganz stark. Cognitive Computing, nicht zu viel hier an der Stelle. Ich fand spannend diese Anwendung. Wir haben heute Morgen kurz über Medizin gesprochen. Sophie heißt die. Die gibt es heute scheinbar schon und die hilft Tierärzten dabei, die richtige Diagnose für Tiere zu finden. Also scheinbar versucht man es erst über die Tiere, bevor man dann Watson an die Menschen lässt. Ist vielleicht auch besser so, obwohl manche von uns da vielleicht anderer Meinung sind. Beides ist uns gleich teuer. Ja, die Microsoft-Ankündigung, dass die Sprachübersetzung bei Skype möglich ist und die das vorgeführt haben auf ihrer Konferenz, also alle solche Sachen. Da hat mir der Herr heute Morgen diese Abbildung schon ein bisschen vorweggenommen, aber es ist ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken und er sagte heute, er glaubt nicht, dass die Wissensarbeit in dem Maße automatisiert wird. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, das ist sehr wohl der Fall und dass wir als Wissensarbeiter uns die Frage stellen müssen, was uns in Zukunft unterscheidet. Also im Sinne, was stellen wir da, nicht in Abgrenzung, aber in Integration mit künstlicher Intelligenz und der zunehmenden Automatisierung. Einen Begriff gibt es da schon für White-Collar-Robots. White-Collar-Robots, ja. Das sind so Punkte. Gut, jetzt mal einen kleinen Augenblick weg von der Technologie auch. Experience Economy. Alvin Toffler hatte schon 71 beschrieben und dann gibt es ein Buch von 90er Jahren, Pine and Gilmore. Daher kommt dieser Begriff. Und das Beispiel links oben mit der Kaffeebohne, das kommt aus diesem Buch. Das ist, um zu erklären, dass sich die Wirtschaft entwickelt hat hin von der Bereitstellung von sogenannten Commodities, in dem Beispiel die Kaffeebohne, zu diesen Waren, also gut, der Kaffee selbst, hin zu einem Service, also ich kann mir den Kaffee abholen und jetzt zu dieser Starbucks-Erfahrung, dieser Experience, ja, denn die Menschen gehen ja nicht nur wegen dem Kaffee oder die wenigsten gehen überhaupt noch wegen dem Kaffee zu Starbucks, sondern weil sie da Wireless haben, weil sie arbeiten können, weil sie andere treffen und. Also die Experience und die setzt die Firmen in der Art und Weise unter Druck, dass die klassischen Strukturen nicht mehr so funktionieren. Denn da, wo Experience geschaffen werden müssen, muss alles Hand in Hand gehen. Da muss Technologie integriert sein. Da müssen die Menschen im Unternehmen und auch in ihrem größeren Netzwerk erfolgreich zusammenarbeiten. Ein Beispiel hier von den Emirates Airlines. Ich kenne und habe einen sehr guten Freund, der dort arbeitet. Und der hat mir berichtet, der Tim Clark, der CEO hier auf dem Bild, der leitet auch seine führenden Angestellten an, die Kunden immer danach zu befragen, wie ihre Erfahrung ist, ja. Und sogar auch manchmal in der Economy Class zu fliegen, um wirklich zu sehen, wie das ist. Und dass sich die Emirates insbesondere dadurch abheben, dass sie eben nicht nur auf den Flug gucken oder alles, was mit in ihrer Verantwortung liegt, sondern auch eben um die Abfertigung. Also das heißt, die Sicherheit
Sicherheitsaspekte, die Flughafenprozesse und so weiter und so fort. Das bedeutet, um eine Experience zu schaffen, muss man über den Tellerrand hinwegschauen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade ein Freund von mir postet in dem Zusammenhang vor ein paar Tagen auf Facebook diese Notiz, in der er sagt, amazed by the customer service of Emirates. Also ein kleiner Beleg wirklich aus meinem persönlichen Umfeld, wie sich Unternehmen unterscheiden können, wenn sie es schaffen, auf dieses Niveau zu kommen der Experience Economy. Gut, zusammengefasst, maßgebliche Treiber, Technologie, über das wir viel hier sprechen, aus meiner Sicht auch ganz klar die Idee der Experience, dass die Kunden sich nicht mehr mit schlechter User Experience, zum Beispiel von Software, abfinden. Gerade wir als SAP beschäftigen uns sehr viel auf diesem Gebiet und versuchen einiges, um da auch Dinge der Vergangenheit zu korrigieren oder besser zu machen. Und da habe ich noch nicht gesprochen über globale Märkte, über das Ende der natürlichen Ressourcen, über finanzielle Krisen, über soziale Verantwortung und über Nachhaltigkeit. Das habe ich alles außen vor gelassen. All das ist der Kontext, in dem sich Unternehmen, in dem sich Organisationen, in dem sich die Gemeinschaft heute bewegt. Und das führt zu einer Beschleunigung, kontinuierlich zu der höheren Komplexität und eine Komplexität, die vor allem auch im Netzwerk liegt, zu einer stärkeren Unsicherheit. Darüber haben wir heute noch nicht so gesprochen, aber es ist so, dass es eine konstante Unsicherheit gibt und man nie weiß, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat und immer in der Lage sein muss, den Fehler einzugestehen und zu revidieren. Und der konstante Druck, und zwar der Druck für Unternehmen, innovativ zu sein, aber gleichzeitig auch die potenzielle, der Druck für uns Einzelne und damit verbunden die Frustration. Denn wie fühlt es sich denn an, wenn wir 6 Monate an einem Projekt gearbeitet haben, das Umfeld sich so ändert und das Projekt eingestampft wird? Das fühlt sich nie gut an. Das fühlt sich nie gut an. Und damit umzugehen, ist auch eine der Herausforderungen, mit denen wir uns zumindest in meiner Branche sehr stark konfrontiert sehen. Also wenn das alles solche Themen sind, die uns beschäftigen, wie sieht dann Organisation aus? Was sind ein paar Punkte, die den Organisationsalltag bestimmen können? Aus meiner Sicht zum einen, dass jedes Unternehmen eine vernetzte Technologiefirma ist. Ich habe in dem Zusammenhang die Beispiele Airbnb und Uber mitgebracht. Die werden wunderbar diskutiert. Und ich würde sogar Kritik von Ihnen teilen, wenn es darum geht, ob diese Geschäftsmodelle auch sozial verantwortlich sind. Ja? Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Geschäftsmodelle 2 Sachen machen. Sie verstehen Technologie als integralen Bestandteil ihres Geschäftsmodells und sie setzen auf die soziale Interaktion, durch die Mehrwert generiert wird. Bei Airbnb zwischen dem, der ein Zimmer sucht und der Dame, die das Zimmer vermietet oder die Wohnung vermietet, nicht wahr? Und diese Punkte schaffen eine neue Qualität, auf der diese Geschäftsmodelle sich weiterentwickeln. Und das ist das, wo wir sehen, dass diese Unternehmen sehr schnell sehr erfolgreich werden. Ob sie das dauerhaft machen können, weil wir Menschen sicherlich auch mitreden wollen, ob das so alles richtig ist und ob diese Geschäftsmodelle auch sozial tragfähig sind, ist auf dem anderen Blatt. Im Kern heißt es aber für die Unternehmen, dass sie sich dahin bewegen, dass jedes Unternehmen eine Softwarefirma ist. Und diese HP-Quote hier ist interessant, weil nämlich rechts oben ist diese kleine Notiz über mit dieser Marktkapitalisierung. Und jetzt kommt ein weiterer interessanter Punkt. Das gilt also für alle Unternehmen, dass sie Technologiefirmen sind. Aber was ist mit den Software, was ist mit den Technologieanbietern? Die wähnen sich vielleicht in einer gewissen Sicherheit, freuen sich darüber, dass die Software jetzt überall ist, aber eigentlich sind sie auch einem großen Risiko ausgesetzt. Schauen wir uns Google an. Zunächst Suchmaschinenanbieter. Seit vielen Jahren propagieren sie schon die Mission, dass sie ein Informationsunternehmen sind. SAP, Sie haben es vielleicht gelesen, hat angekündigt, Concur zu kaufen. Die Titelzeile ist eigentlich, führt in die falsche Richtung. Denn natürlich, und erstens ist SAP schon eine Cloud Company und wir machen sehr viel Geschäft in der Cloud. Aber viel wichtiger an der Stelle ist, dass wir Ariba gekauft haben, Fieldglass und jetzt Concur. Und alle 3 Firmen vor allem eines sind Business Networks, also Geschäftsnetzwerke. Und dass das die wirkliche auch Veränderung und Revolution für unser Unternehmen ist, dass es von der Software, die weiterhin auch da ist und den Services, hingeht wirklich zu diesem Management von Business-Netzwerken. Und diese Business-Netzwerke ein anderes Phänomen auch ganz klar darstellen, nämlich die Kraft des Ökosystems, die in einer Experience-Ökonomie und in diesen sich verändernden Bedingungen dazu führt, dass Partnerschaften neu gedacht werden. Es ist nicht neu, dass wir Zulieferer haben und dass wir uns engagieren mit allen, aber was neu ist, dass in diesen Partnerschaften echtes Wissen ausgetauscht wird, dass wirklich kollaboriert wird und dass wir offen mit diesen Partnern kommunizieren. Sei es das Silicon Valley in dem Beispiel, sei es mit einem kleinen Beispiel, dass Seat die Nutzererfahrung verbessern will, indem die Musik, nicht nur das Radio, sondern die Musik mit Spotify ins Auto kommt oder auch diese ganzen Themen der Share-Economy, die alle darauf basieren, dass Partnerschaften im Endeffekt neu gedacht werden. Das ist also ein weiterer Punkt. Innovationskraft fördern und erhalten. Jetzt habe ich gesagt, Innovation ist ein Muss und das auch noch in einer beschleunigten Welt.
Sicherlich richtig, aber wie machen wir das? Und da gibt es einige spannende Beispiele. Auch hier ganz wichtig, nichts passiert nur im Kontext der eigenen Abteilung und Organisation. Heute Morgen haben wir schon gehört, dass es gut ist, wenn man Menschen unterschiedlicher Bereiche zusammenbringt. Bei SAP versuchen wir das beispielsweise in dem Co-Innovation Lab oder auch in unseren Design Thinking Studios. Wir laden Kunden ein, wir laden Partner ein, um gemeinsam mit uns Innovation zu fördern. Es gibt ja diesen Mythos, dass das Leck in der BP-Ölquelle im Golf von Mexiko, dass dieses Problem gelöst würde von einem Klempner irgendwo im Mittelwesten. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber es ist zumindest zur Verdeutlichung des Themas ganz wichtig, dass zu sagen, dass Innovation überall herkommen kann. Und dass die Organisationen und alle von uns, die glauben, dass sie irgendwas heutzutage noch selbst bewerkstelligen können, dass das eher das Auslaufsmodell darstellen dürfte. Ja? Ein paar andere Beispiele. Jemand hat eine unrentable Goldquelle im Internet gepostet und hat darum gebeten, dass die Leute ihm helfen. Und tatsächlich wurde dann wieder die Quelle profitabel und alle haben sich darüber gefreut. Oder diese Themen Folded oder Galaxy Zoo, wo Menschen dabei helfen, dass zum Beispiel Galaxien klassifiziert werden. Also all das Beispiele, wie im virtuellen Raum über Organisationsgrenzen oder auch die Grenzen von einem Laboratorium, einem wissenschaftlichen Innovation getrieben wird. Und nicht nur ist es wichtig in dem Zusammenhang einer digitalen Plattform, sondern auch immer wieder das Zurückdenken auf die physische Realität. Hier ein Beispiel von dem Fab Lab in Sarasota. Ich selbst habe ein Fab Lab, das steht für Fabrication Laboratory. Das sind Plätze, an denen 3D-Drucker drin sind, Cutter, verschiedene Computer, Softwareprogramme und so weiter. Das sind demokratische Hightech-Werkstätten. In Deutschland haben wir so 12 oder 14. Ich war in der in Bayreuth, habe einen 15-jährigen jungen Mann getroffen, der ist mit diesen Technologien umgegangen. Ich bin mir schwindlig geworden bei dem, was er mir erzählt hat. Und er hat sich so wunderbar gefreut. Er hätte ja nie die Möglichkeit gehabt, zu Hause sich das alles hinzustellen. Diese Werkstätten sind also Möglichkeiten, wie Innovationen der Fläche schon von früh auf bewerkstelligt werden kann. Wieder ein Beispiel von SAP, unsere Design Thinking Räume. Design Thinking ist jetzt kein ganz neues Thema, aber es ist auch hier wichtig zu sagen, worum geht es eigentlich? Es geht doch darum, Probleme zu finden, zu Lösungen, die wir einzeln und nicht mal als SAP, als Organisation, wenn wir alle unsere Talente zusammenbringen, sind wir unter Umständen nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Ja? Und dass man gleichzeitig auch ein Umfeld schafft, ein physisches Umfeld, in dem so ein Austausch geschehen kann. Und wir müssen ja auch realisieren, heute das wunderbare Beispiel, dass wir kurz netzwerken durften, eine Minute, zeigt uns ja, wie wichtig dieser Austausch ist. Also für uns Wissensmanagement immer die Bilanz, wir müssen immer gucken auf die digitale und auf die reale Situation. Entscheidungsfindung in Zeiten der Mitarbeiterbeteiligung. Ja, wir kennen das alle, klassische Pyramide, Entscheidungen werden oben getroffen und unten exekutiert. Das hat sich schon seit geraumer Zeit verändert. Jetzt hier ein Beispiel, wie unser CEO in unserer Jam-Community, das ist unsere interne Social-Collaboration-Lösung, die wir auch am Markt vertreiben, wie er sagt, Discuss with Bill, da geht es um die Unternehmensstrategie und er bittet darum, dass die Mitarbeiter teilnehmen. Da gab es eine rege Beteiligung. Aber auch weitergehende Konzepte, nehmen wir das Google-Beispiel mit der 20% der Arbeitszeit. Manche sagen, es ist tot, manche sagen, es lebt. Es ist trotzdem eine gute Idee, ja, Menschen den Freiraum zu geben, indem sie Innovation außerhalb der klassischen Strukturen treiben können, und zwar im Sinne des Unternehmens. Firmen wie Crowdworks oder Ushahidi, übrigens, wer kennt Ushahidi? Aha, wissen Sie zufällig, was das heißt? Ah ja, Swahili. Also ich hätte es jetzt super spannend gefunden, wenn Sie mir das beantworten. Ich hätte es nicht gewusst bis vorhin. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe und jemand fragt mich, ich muss das wissen. Das heißt Testimony, also Zeugnis ablegen. Worum es geht bei Crowdworks ist, es geht um Prediction Markets, also Vorhersagemärkte, wo Mitarbeiter ein Budget bekommen und zum Beispiel Sales Forecasting gemacht wird, um ein Marketingbudget besser planen zu können. Also das Thema Wisdom of the Crowd. Und Firmen wie HP oder General Electric nutzen solche Methoden schon seit vielen Jahren. Ushahidi wiederum, da geht es darum, dass die Community in der Fläche gebeten wird, teilzuhaben. Also es gibt ein Beispiel in Afghanistan, wo die Bevölkerung dabei hilft, dass die Wasserquellen kartografiert werden. Und dann, wenn man die kartografiert hat, kann man mit Big Data wunderbare Dinge anstellen, zum Beispiel die verwalten, planen oder mit anderen Szenarien verknüpfen. Also all das sind Beispiele, wo Technologie hilft, einem breiteren Kreis von Mitarbeitern oder Menschen gleichermaßen eine Mitbestimmung zu ermöglichen. Sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn in dieser beschleunigten Zeit kommt es darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen und nicht zu lange einer Innovation nachzuhängen, die vielleicht gar keine, die unter Umständen gar keine ist. So, jetzt machen wir einen Schwung. Organisation und wie ist das eigentlich? Ja, wir reden ja viel von Kultur in Organisationen und was bestimmt die Kultur.
hier diese wunderbare Studie, die ich kürzlich gefunden habe, die sagt, dass der Unternehmenserfolg um 22% gesteigert werden kann, wenn die folgenden 4 Punkte erreicht werden. Physische Erneuerung durch die Möglichkeit zur Entspannung, emotionaler Nutzen durch die Wertschätzung, das kennen wir schon seit Maslow, mentaler Fokus durch die Arbeitsumgebung und Arbeitsabläufe, also dass sie mich unterstützen. Wenn ich eine klassische starre Hierarchie habe, wird es mir nicht möglich sein, in so einem Umfeld erfolgreich Innovation zu treiben, in einer kollaborativen Art und Weise. Und ein spirituelles Ziel, also Meaning, Purpose, eine Bedeutung, eine höhere Bedeutung, der ich nachhänge, denn nur die kann die Orientierung liefern, wo sich alles die ganze Zeit ändert. Heute verhandeln wir noch zu oft in Organisationen das Thema Veränderungsmanagement und wir tun so, als wäre die Veränderung etwas Außergewöhnliches, das es zu managen gilt. Aber dort, wo sie normal ist, kann uns nur die Bedeutung und die Zielsetzung letztendlich als Richtschnur dienen. Und ein Beispiel ist der Tony Hsieh, der Zappos gegründet hat, wurde gerade an Amazon verkauft. Wunderbares Buch hier geschrieben, Delivering Happiness, ja mit einem bezeichnenden Titel. Aber genau darum geht es um das Buch, um diese Idee der werteorientierten Organisation. Und ganz wichtig zu sagen, nicht aus Gutmenschentum oder aus esoterischen Gründen, sondern weil es betriebswirtschaftlich Sinn ergibt. Das war der Organisationsteil. Und jetzt betrachten wir für ein paar Minuten uns alle darin. Ein wichtiger Punkt, wir alle wahrscheinlich immer wieder sehen, ist die Idee der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance, ja. Dabei lohnt sich wirklich ein Blick in die Vergangenheit, denn dieser ganze Begriff und die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist gar nicht so alt. Also gemessen an der Dauer, wie die Menschheit existiert, gab es so eine Trennung nicht. Zwei Beispiele, die Idee des Renaissance-Mens, des Renaissance-Menschen. Es gab diese wunderbare den wunderbaren Artikel von David Guest, 1991 war das, und er hat gesagt, also diese Idee ist, dass Menschen in der Lage sind, IT-Spezialisten zu sein, moderne Managementmethoden beherrschen und die Zwölftontechnik. Die Zwölftontechnik, wissen Sie, mit der Musik und so. Und wenn man sich das anschaut, das ist ja sicherlich nicht unbedingt möglich für jeden von uns, aber es deutet auf eines in dieser humorvollen Pointe. Dass es sehr wahrscheinlich ist für uns, dass wir ein wesentlich breiteres Spektrum abdecken müssen und dass es diese Trennung von Beruf und Privaten nicht gibt, sondern dass wir eher eine Art Agrargesellschaft wieder nähern, wo nicht die Arbeitszeit gilt, sondern das Ergebnis und wo wir die Tätigkeiten, die sich im Leben uns stellen, in dieser Zeit abgewickelt werden müssen. Und das Ganze auch im familiären, im Kontext, damit dieses Thema der Entwurzelung nicht so stark ist, was eben zu solchen Statistiken führt, wie dieser Zunahme, hier links im Bild, zwei Statistiken, DRK und AOK, glaube ich, ist es, Zunahme von stressbedingten, ja, psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz, die zum einen sicherlich auch häufiger verschrieben werden als noch vor vielen Jahren. Es gibt auch Studien darüber, die sagen, das Thema war nie anders, ja, das möchte ich hier auch erwähnen, aber wenn es nie anders war, ist es trotzdem schlimm, wenn 10 oder 20% aller Mitarbeiter, wenn es denen schlecht geht durch den starken Druck, dem sie ausgesetzt sind. Und wenn man sich das anschaut, wie viel wir pendeln, das Bild hier in der Mitte zeigt die Pendlerströme in Deutschland und das sind wahrscheinlich die Berufspendler, die längere Strecken zurücklegen, gar nicht da. Dieses Thema der Entwurzelung, dass man nicht zu Hause sein kann bei seinen Lieben und sowas und dass das eben auch Teile sind dieser modernen Kommunikations- und Arbeitskultur. Fangen wir gar nicht an zu sprechen von den E-Mails am Abend oder direkt nach dem Aufstehen. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, nee, das Thema kann nicht nur das sein. Und habe gefunden ein Buch von dem Hartmut Rosa, ein Soziologe in Jena, der dieses Buch geschrieben hat. Und der schreibt, und das ist für mich bislang die beste Erklärung, die ich gefunden habe, dass die Beschleunigung das bestimmende Phänomen unserer Zeit ist. Und zwar aus dem Grund, weil wir uns mehr und mehr Optionen schaffen. Also dass durch den Konsum oder beispielsweise, dass die Strecke, die Welt zu umrunden, auf ein 60stel gesunken ist, wir nun in der Lage sind, überall hinzufliegen und zwar schnell. Und wenn wir das können, dann sehen wir auch, okay, diese Optionen wollen genutzt werden. Das ist diese menschliche Reaktion. Wir haben eine Option, wir haben ein Handy, wir brauchen die Apps, also muss ich auch auf die App gucken. Und dass eigentlich das Schaffen von Optionen zu dem konstanten Gefühl der Beschleunigung führt. Und wir sicherlich hier ansetzen müssen, auch in dieser Wissensarbeit und wie wir die Arbeit gestalten, auch wie wir sie verteilen. Richard Sennett hier in der Zeit interviewt, der meint, die Arbeit muss besser verteilt werden. Ja, wir reden viel von weniger Arbeitszeit. Die durchschnittliche Arbeitszeit auf dem Papier in Deutschland ist gesunken über die letzten Jahre, die ganze Zeit und kontinuierlich. Aber viele Leute machen Überstunden. Und zwar sehr viele, während andere erst keine Arbeit haben. Das heißt, die Idee der Vollbeschäftigung mag statistisch, wenn man die Zahlen anschaut, passen, aber eigentlich ist die Arbeit weiterhin ungleich verteilt. Und das ist das, wovor uns die Soziologen warnen. Also wie können wir das besser verteilen? Und vor allem auch, wie können wir beispielsweise Menschen, die heute nicht wirklich beteiligt sind, wir reden über den demografischen Wandel, ältere Arbeitnehmer, wir reden über Alleinerziehende, wir reden auch
unter Umständen über Behinderte, die nicht so flexibel sind. Wie können wir denen eine Möglichkeit an der Beteiligung, damit diese Verteilung stattfindet, ermöglichen? Hier ein Beispiel aus unserem Adressbuch. Ich vermute, es ist sehr klein, aber was da steht bei all diesen Personen, also der kleine Screenshot ist unser People at SAP, unser digitales Adressbuch in der Firma, und ich habe ein paar Files rausgezogen. Da steht No Office at SAP Building. Das bedeutet, im System sind im Augenblick 10.000 Mitarbeiter gepflegt von 65.000. Die stehen, haben No Office at SAP Building. Das heißt, sie haben keinen festen Arbeitsplatz. Weltweit, wenn Sie die, sehen Sie Peking, Sie sehen Rio, Sie sehen USA. Das ist also nicht nur ein nordamerikanisches Phänomen, sondern ist interessanterweise vor allem ein weltweites Phänomen, aber nicht so sehr ein deutschsprachiges Phänomen vermutlich. Denn hier tun wir uns doch noch sehr schwer mit der Idee der Heimarbeit. Ja. Aus zwei Gründen vermutlich. Das eine ist die Effizienz, die Angst, ist denn das Effizienz? Und das andere ist auch diese technische Verfügbarkeit, dieser Kontrollverlust, der damit einhergeht. So können Heimarbeitsplätze aussehen. Ja. Suchen Sie sich einen aus, den würde ich den chaotischen nennen. Das ist sicherlich ein krasser. Und vielleicht fühlen sich viele mit mir verbunden, wenn sie den hinsehen. Der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich frage mich nur, wie das mit dem Vogelgezwitscher in der Telefonkonferenz ist. Also Heimarbeitsplatz auf der einen Seite und gleichzeitig aber, wie ich gesagt habe, diese Notwendigkeit in der Organisation, Räume zu schaffen, in denen Menschen zusammenkommen. Hier ein Bild von einem Hackathon, wo sich Entwickler treffen, gemeinsam entwickeln. Die kommen zusammen und arbeiten und generieren etwas. Das bedeutet, dass Arbeitsräume und die nächsten Bilder, die ich Ihnen zeige, auch mit den Firmen unten genannt, das sind Gewinner eines Preises für die innovativste Büroumgebung. Hier ein Bekleidungsunternehmen in Kalifornien, Beats Electronics, Google in Tel Aviv, auch nicht schlecht. Wieden & Kennedy, eine Agentur, eine Werbeagentur. So, jetzt mache ich einen kleinen Trick, gehe einen Schritt weiter und zeige Ihnen die Bibliothek in Amsterdam. Das ist eine der berühmtesten Bibliotheken weltweit. Oder wie wir es hiermit, die Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, die befindet sich in Kiel und Hamburg, hat dieses Jahr den Preis für die modernste Bibliothek gewonnen. Ich stelle die These auf, dass wir unsere Arbeitsumgebung, insbesondere dann, wenn wir mehr zu Hause arbeiten werden und sollen, und auch weil es ökologisch Sinn ergibt, nicht zu pendeln, wenn wir das verlegen, dann brauchen wir Arbeitsräume, die sich dem Thema verpflichten, dass die Kreativität, dass die Innovationskraft, dass das Gemeinsame, dass das Netzwerken passieren kann. Und all die Beispiele, die ich Ihnen zeige, und insbesondere die modernen Bibliotheken, sind meines Erachtens vielen Büroumgebungen Lichtjahre voraus. Also eine Empfehlung, die ich Ihnen sicher machen kann, schauen Sie sich mal um, wer die Preise gewonnen hat für die modernste Bibliothek in den letzten Jahren in Deutschland. Stuttgart war auch dabei. Wunderbare Beispiele, wie attraktiv Arbeitsumgebungen aussehen können, die Spaß machen. Ein weiterer Schwenk zu, okay, jetzt haben wir über Organisation gesprochen, über Arbeitsumgebung, Heimarbeit, aber da verändert sich doch was mit den Jobprofilen, oder? Wie zu allen Zeiten fallen Jobs weg. Wer erinnert sich denn noch an den Rohrpostbeamten oder den Kaffeeriecher, ja, oder Radmacher? Das ist Teil der normalen Entwicklung, dass Jobprofile wegfallen und neue entstehen. Und welche entstehen? Ja, hier haben wir viel gehört von Datenanalysten, von so Data Scientists. Ja. Wir hören viel von eben Statistikern, Leuten, die mit IT umgehen können, Softwareentwickler. Alles richtig, aber da gibt es noch eine andere Facette. In verschiedenen Studien ist nachzulegen, dass es auch um Anthropologen geht, nämlich Leute, die Empathie haben, die Menschen zu verstehen, damit überhaupt erst Experience geschaffen werden können. Es geht um User Experience, es geht um Designer, es geht um kreative Skills. Wir reden viel von Problemlösungskompetenz, Abstraktionsvermögen und so weiter. Wenn man mit Michael Rodin hört, das ist übrigens der Leiter von der Watson-Abteilung bei IBM, der hat zwei Sachen gesagt auf die Frage, was er jungen Leuten empfiehlt, was sie lernen sollen. Zum einen sagt er Mathematik und Statistik. Das überrascht mich von einem, der diese Division bei IBM leitet. Und das Zweite, was er sagt, Storytelling, die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. John Iwata, das ist der Marketingleiter bei IBM, der hat auf der einen Seite gesagt, ja, der Umgang mit den neuen sozialen Technologien, Kollaboration ist ganz wichtig, und aber auf der anderen Seite Verhaltensökonomie, die Menschen zu verstehen, ja, Psychologie. Also hier sieht man die Entwicklung hin zu dem, was auch David Guest 91 beschrieben hat, als dieses T-Shaped Competence Profile, nämlich einen Expertenstamm, von dem wir heute Morgen gehört haben, dass er noch weniger wichtig werden wird. Ich glaube auch daran, noch weniger wichtig werden wird, weil das Expertenwissen stärker automatisiert wird. Und dann die Frage ist, was ist der generische Layer? Was sind diese anderen Skills, die wir uns aneignen müssen als Wissensarbeiter? John Maeder, ein bekannter Autor in den USA, der propagiert die Idee von STEM to STEAM. STEM, Science, Technology, Engineering and Math. Und A, Art, die Kunst.
Und in der Age of Artists Community, in der ich mich auch engagiere, beschäftigen wir uns genau damit, was wir lernen können von Künstlern über ihre Haltung und über ihre Handlungen, was wir in der Wissenschaft und der Wirtschaft gebrauchen können. Nicht um die Kunst zu missbrauchen, sondern wirklich ernsthaft und ehrlich zu lernen darüber, wie die ihre Arbeit verrichten. So, wenn also diese ganzen Kompetenzen mehr in die Breite gehen und wir aber ausgebildet wurden als Spezialisten und wir alle haben ja noch einen Weg zu gehen in unserer Laufbahn. Zwei Sachen. Erstmal die Jungen auf einen anderen Weg führen. Ja, gibt es Ideen wie Waldorfschulen, freie Schulen, die schon einen anderen Weg einschlagen und die immer populärer werden, auch zu Recht, weil die Menschen erkennen, dass dieser reine eine Weg nicht der richtige ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben diese andere Fähigkeiten. Aber wenn wir jetzt schon da sind und können nicht mehr zur Schule gehen, dann haben wir die Möglichkeit über moderne Formate, aber auch, was zunehmend wichtiger wird, dieses kollaborative Lernen, dieser kollaborative Austausch, der da ist. Gerade bei MOOCs stellt man ja jetzt schon fest, bei Massive Open Online Courses, dass sie nicht nur digital sind, sondern dass auch organisiert wird, dass die Menschen sich vor Ort treffen. Also dass die Gruppen bilden, kleine Communities, kleine Lerngruppen bilden, um das Gelernte auszutauschen und weiter zu vertiefen. Und nur dann bleibt es richtig sitzen. Und viele Beiträge vieler bekannter Wissenschaftler lehren uns ja auch eins, gelernt wird nur dann, wenn es Spaß macht. Gelernt wird nur dann, wenn es Spaß macht. Es hat noch keiner was gelernt, wenn er nicht irgendeine Freude oder irgendeine Motivation hat, es zu lernen. Also irgendwelches Tracking, was man Leuten beigebracht hat, bringt da nicht allzu viel. Zum Ende komme ich mit ein, zwei Gedanken zu der Führung. Ja? In Führung, wir diskutieren es hier in dem Kreis auch sehr häufig. Ich bin der Meinung, wir müssen uns da noch viel mehr Gedanken machen, wie die aussehen kann. Die Maslow-Pyramide kennt sicherlich jeder von Ihnen und besteht aus diesen Punkten. Da ist oben gerade was dazugekommen, spreche ich gleich zu. Denn der Abraham Maslow hat zum Ende seiner Laufbahn noch etwas an die Spitze der Pyramide gesetzt. Und es war nicht das Internet und die Bandbreite, wie dieser kleine humorvolle Versuch zeigen sollte, sondern Transzendenz. Also kurz bevor er starb, hat er die Transzendenz, die im Sinne von Bedeutung und Zielsetzung da ist, an der Spitze der Pyramide gestellt. Und ich vermute, dass in dem Bereich der Spitze natürlich auch die anderen Sachen, denn die Pyramide ist ja auf sich aufbauen gedacht, dass dort also eine große Bedeutung für die Führung der Zukunft ist und für uns Führungskräfte dann auch die Frage ist, wie können wir denn dieser Erwartungshaltung oder wie können wir diesem Bedarf gerecht werden? Denn das ist kein leichtes, verantwortlich zu sein und gleichzeitig alles loszulassen. Ja, also sein Ego zu überwinden, damit andere erfolgreich sein können, wie dieses Zitat von dem Dirigenten hier, von dem Benjamin Sender, zeigt, was er auf TED mal besprochen hat. Zusammengefasst, wir haben also einen Kontext von sehr vielen, vor allem IT-getriebenen Veränderungen, aber der Kontext ist selbstverständlich viel größer. Es gibt diesen Druck, in der Experience Economy zu bestehen. Ich habe heute lediglich dieses Schlaglicht auf die Organisation und die uns Einzelne und das auch nur in kurzen Ausschnitten gezeigt. Und ich glaube, dass was passieren sollte und woran wir gemeinsam arbeiten sollen, denn hier sind ja auch viele Entscheider im Raum, die auch in ihren Organisationen Einfluss haben, dass wir versuchen sollten, nicht mehr so sehr über die klassische Organisation im Sinne der zweiten industriellen Revolution, Arbeitsteilung, Trennung von planender und ausführender Arbeit und so zu sprechen, sondern eher über Purpose-Driven Environments, also Umgebungen, ja, die Heimarbeit, die verteilten Arbeitsplätze, dieses Zentrale, diese Kollaborationsorte und die auch noch zielorientiert sind, dass wir schaffen sollten, ein balancierteres Leben zu ermöglichen auf Basis von Skills, von Fähigkeiten, die in Zukunft notwendig sind und dass diese Idee des Studio-Leaderships, der Begriff kommt eben daher, dass wir, als wir den generiert haben, dachten wir so, es sollte so sein wie in einem Architektur- oder einem Designstudio. Denn wir glauben, dort kann man viel lernen, wie gemanagt wird im kreativen Umfeld, ja, und dass in diesem Begriff daher dieses Studio-Leadership dann rausgekommen ist. Ja, und das so dieses Bild ist. Und ich damit einfach für heute schließen möchte. Ich weiß, ich bin über der Zeit, der Niemeyer hat mich schon erinnert. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, freue mich sehr, hier zu sein und hoffe auf anregende Gespräche im weiteren Verlauf. Dankeschön. Applaus